Legen wir los. So. Gehen wir einfach mal in die Lobby und benutzen den Schreiberkampf. Oh, wow. So, auf in einer Runde Standardkampf. Mit meiner Lieblingswaffe, der Rolle. Das kann sich jetzt eine Weile ziehen. Gerade ist Level 10 erreicht. Da ist noch nicht so viel los in die Zeit schon. Wir fangen erstmal einfach an. So, fangen wir erstmal hier die ganz rechte Seite an. Um meinen Teammates hier einen kleinen Angriffsweg zu geben. Machen wir auch noch an. Versuchen wir mal die Mitte wieder zu erhöhen. Nee, zu viele Gegner haben wir gerade. Irgendwie kommt mir mein Team ein bisschen dreimannmäßig vor. Dann probieren wir doch mal die Gegner zu umgehen. Jawohl.
dieselbe Karte. Das ist ja wieder zu sein.
Thank you.
gar keiner. Ich fürchte, Lila wäre das noch schlimmer um die Zeit. Man kann aber jetzt auch nicht mehr ausgehen. Oh, es gibt neue Zuschauer. Hallo, neuer Zuschauer. Da gibt mir meine Liste nicht aus, wer du bist. Nicht so richtig. Wir werden dringend noch mehr Zuschauer, nicht nur Zuschauer, sondern auch Mitspieler gebraucht. Das zieht sich ja schon wieder wie Kaugummi. Wesentlich nervenzerrender als Ligaspieler ist dieser Bildschirm hier. Momentan weltweit einfach nur 4 Leute überhaupt online. Wow, wo kommen die ganzen Zuschauer her? Oh, jetzt kommen sogar Mitspieler. Massaker, Lead, Pushin und der Sparkaster. Ah, da fiel einer raus, verdammt. Ich glaube, ich bin auch so ein Sparkaster. Ich warte mal mit dem Kasten. Ich könnte das Bild abschalten, dann wäre ich auch ein Sparkaster. Ah, die Karte, die gefällt mir. Weil da kann man schön einfach so langfahren mit seiner Rolle. Ich kann Sachen einfahren. Dann zurück. Dann fahren wir zurück. Dann fahren wir ein Fußbrückchen ein. Den Clown oder den Gegner einfach mal den blauen Pfeil. Kein Gegner zu sehen. Das ist immer sehr gut, wenn man da unterwegs ist. Ja, reichweitenmäßig ist man den meisten Gegner immer unterlegen. Also wenn man hier einer da rummachen kann. Center. Ah, hier gibt's was zum Wegschauen. Oh, da kommt eine Bombe. Nicht so sicher. Was war jetzt denn? Haben uns gegenseitig gekillt. Dann helfe ich gerade eine Maus, da gibt es eine große Fläche zum Malen. Das ist genau mein bisher Gebiet. Thank you.
Level down. Ja, sind alle. So, hat das gereicht ja nicht. Nee, sieht nicht gut aus. Haben ihre Ecke viel schöner ausgemalt. Ja, der Massaker Elite war sehr Elite beim Nichtstun. Stoppkunde. So, das ist gerade noch. Sehr gut. Und machen wir jetzt mal. Das wird dann nochmal kommen. Klappen, ne? Ich hab auch gemacht. Ne, ich hab die Ringe gar nicht groß. Guck. Ach, Sekunden noch. Versuchen wir nochmal hier so richtig auszuholen. Das war gutes Timing. Ob es gereicht hat, ich glaube eher nicht. Ja, da hat ja wieder einer in meinem Team umgeguckt. Aber im Gegner im Team auch. Von daher hast du dann vielleicht doch ausgeglichen.
klingt fix. Im Gegensatz zu der Wartezeit, die ich gerade hatte. Und nochmal diese Karte. Ich glaube, das brauchen wir auf der anderen Seite. Ich habe mir bisher kein Glück gebracht. Oh, ich bin eingekreist. Na gut, einer rutscht zum Glück. Meiner super fantastischen Nahkampfwaffe. Oh Gott, noch einer. Das hätte mir geschneidet hier, glaube ich. Hahaha! Ich könnte blau und sein, er hätte gar nichts drin. Oh, ich bin nicht erwischt. Dann dachte ich, ich bin da rum. Jawohl. Und so ist das. So, mal schnell davon wieder. Das ist ja einer hinter mir. Hier gibt's aber nichts zu tun. Ach Gott. Eieiei. War hier genau in der falschen Ecke. Das war aber trotzdem gereicht. Gesucht. Hallo neue Zuschauer! Ich muss direkt gleich erleben, wie ich wieder versage. Oh, letzte Runde habe ich ja gar nicht versagt. Ah, Mira Soto. Das ist wirklich ein ganz neuer Zuschauer von dem Turnier. Schön, dass du zuschaust.
angekreist. Das war schlecht geplant von mir. Mein Special noch nicht voll, oder? So. Oh, meine Tiefen sind schon schön gemalt. Wenn wir uns dafür bekommen. So, dann machen wir uns das hier. Nö, ich hab keinen Kopf hier, auch keinen Kampf mit dir. Ah, Mist, hat den anderen auch erwischt. Schlecht. Oh, die Musik ist zu laut. Vielleicht bin ich auch einfach zu leise. Ich glaube, das liegt daran, dass mein Mikrofon in die falsche Richtung zeigt. Ich glaube, ich habe den Test im Menü gemacht und da ist das die Musik nicht so laut. Also, letztendlich bin ich nicht dauernd erwischt. Aber noch ist nichts von mir, glaube ich. Das könnte noch klappen. Was? Das ist sonst wohl nicht direkt Richtung wechseln. So, dann das nochmal ran, bitte ich hier anleihen kann. Okay. Dann haben wir hier die Ecke nochmal. Okay. Hier sind wir schon aus dem Haus. So. Ich kann aber mal hier so ein bisschen runterstellen. Nee, das hat trotzdem nicht mehr erreicht. Vielleicht klappt das jetzt besser mit der Lautstärke. Klar, bei meiner Riesenwohnung halt natürlich ja alles immer unangenehm. Kann ich auch nichts gegen machen. Meistens spiele ich im Büro, das ist nicht so groß. Da halt es auch nicht so sehr. Also die Switch steht jetzt hier im Wohnzimmer. So, wir haben mal wieder diesen Level zu losbekommen, nachdem wir irgendwie sechsmal hintereinander den anderen gespielt haben. Der Doppelrollerangriff, der ist, glaube ich, ganz schön effektiv, dass wir da gerade fabrizieren. Ja, da ist noch ein Kumpel von uns. Wir haben schon ganz schön aufgeräumt mit der zweimal Rolle. So, machen wir noch hier drin. Können wir noch einbinden?
geht keiner. Hey, der will ja alles anmalen. So geht's aber nicht. Die Kino. Ja, wisch. Ja, hallo nochmal an alle Zuschauer. Ihr seht gerade, wie mein Team hier fertig gemacht wird. Ich glaube, es gibt so eine Minimaldistanz, an lohnt sich der Supersprung nicht mehr. So. Nee, das sieht nicht gut aus. Ja, hallo! Du hast so einen blauen Namen und der sieht auf meinem Display ganz schwer zu lesen aus. EAM whatever, hallo, zurück! Oh, haben wir es noch gerissen im letzten Moment? Manchmal ist die Karte auch ganz schön. Naja, die haben links und rechts alles komplett. Der Startpunkt. Und wir hatten nur die Mitte. Das wird dann wohl von der Fläche schon so stimmen. Ja, die ganzen kleinen Ecken, die man auf seiner Seite hat, auf der Karte, die schnell unterschätzt man das, wie viel gemalte Fläche das eigentlich sein kann. Gerade auf diesen verwinkelten Karten, also auf der Tümmlerkuppel ist es ja immer relativ klar. Da sind ja auch noch so die Einteilungen dazwischen, wo alles symmetrisch quasi in so 8 Abschnitte geteilt ist. Ja, genau auf der Karte. Oh, ich habe eine Freundesanfrage bekommen. Können wir gleich mal drauf reagieren, aber erst muss ich hier die Runde bestreiten. Das ist schon keine. Machen wir jetzt gegen wohl. Dann war schon. Ja, das ist so ein Sniper. Wenn man das hinkriegt, dass der auch vorbeischießt, dann verbraucht er eigentlich nur seine Zeit damit. So, ich nutze es mal, um mich aufzutanken. Das ist eine blöde Verschwendung. Okay.
So, gehen wir mal wieder in die Sniper-Ecke. Halten den Sniper wieder davon ab, wo er ist. Ist gar nicht mehr da, oder? Ups. Das war ja fast unabsichtlich. Was steht hinter mir? Ich muss noch ein bisschen in der Mitte was bekommen, sonst verliere ich auch. Ein bisschen Zeit ist noch. Versuchen wir hier mal noch ein paar Runden zu machen. Ui, ui, ui. Nee, das wird nichts, glaube ich. Obwohl. Ui. Das hat ja doch noch geklappt. Ach, bis die ganzen Leute da. Neue Freunde. Ja, ja. Schnell, wir haben noch keine Zeit. Schnell, schnell, schnell. Nein! Das wurde doch zu langsam. Einfach so eine Standard-Fehlermeldung. Datenübertragung doch. Nee, Datenübertragung fehlerhaft. Was soll das denn? Es scheinen aber schon wesentlich mehr Leute online zu sein als noch gerade vor einer halben Stunde. Oh, Stufe 65 bist du. Wie viele Stunden muss man spielen, um Stufe 65 zu erreichen? Na dann mal viel Spaß. Seite. Nicht aufs Weg zu malen. Und schnell das Special einmal aufgeladen. Hier rüber. Mal noch hier weit. Wir haben ja auch einen Sniper hier vorne stehen. Das ist effizient. Wir sollten noch mal mindestens bis zur Mitte hier. Jawohl. Mal schauen, ein bisschen das korrekte Timing. Denn mit Reichweite schafft man es ja nicht. Da bist du noch schön ausgewichen.
Uiuiui. Ja, das finde ich persönlich auch das Spannende von den Rollern, wie man dadurch geschicktes Manövrieren da in die Reichweite der anderen kommt. Ist da noch einer in unserer Hälfte? Ah, ich glaube, der bewegt sich gerade zurück. Haben wir uns gegenseitig erwischt. Eine Bombe, das gibt's ja wohl nicht. So, da guck mal. Ah, kennt einer, gibt's ja nicht. In der Pflanze. Nee, ich glaube, da hat es gar keinen Sinn, nochmal loszulaufen. Ei, was ist denn da passiert? Ja, er kam nach der Hälfte des Spiels gar nicht mehr aus unserem Teil der Karte raus. Jetzt könnte es aber mal noch so ein paar Leute finden, langsam. Also manchmal geht es echt rasend schnell und manchmal dauert es ewig. Manchmal geht es so schnell, dass man nicht mal eine Freundschaftsanfrage annehmen kann. Jawohl. Da sind wir vollständig. So. Ah, okay. Das da unten war mit jemand anders diesmal. Da
Schlag lasse ich mir aber nicht gefallen. Ist ja cool. So. Dann kommt er auch wieder genug Tinte. Na, dann gehen wir lieber doch in die Mitte. So, tschüss. Dann gehen wir hier. Kiste kommt halt, glaube ich, nach oben. Kann man aber nur benutzen, wenn er ein mächtiges Team ist. Ui. Komm hier. Ganz viele Leute auf mich gezogen. Ich weiß nicht genau, ob es das Leute war. Ja, heißt der noch was? Nein, heißt der nicht. Das ist einer der großen Nachteile des Ballers. Man kann ganz schwer an solchen Stellen einstellen. Rollen wir nochmal hier und rollen wir nochmal da. 3-1. Ender. Nee, das reicht nicht. Das würde mich sehr wundern. Die Moränentürme, Route der Gräbenkanal. Das ist der Gräbenkanal. Der ist vergleichsweise verwundet. Ach, gut. Der
eine Runde Ecke und tut nichts. Dann kommen wir los. Ja, sucht er die ganze Zeit da oben gegen mal zu kämpfen. Das kommt mir sehr zeitverschwenderisch vor. Ja, so muss man das machen. Versehentlich runterfallen. Um nur zu sein, wo man den Gegner regeln kann. Wahrscheinlich mal. Hier kommen wir schon mal. Ja, der Doppelraumangriff, ne? Direkt rückgängig gemacht. Dass man das wird, weiß ich nicht. Sieht doch sehr gelb aus. Jawohl, erwischt. Wie lange spiele ich das? Stunden, vielleicht fünf. Ich habe es letzte Woche bekommen. Es war ein Geschenk. Ich weiß nicht, schafft man Level 10 in 5 Stunden? Das ist auch schon 6 oder 7. Wo ist mein Team? Irgendwie komme ich mir sehr allein vor. Das ist schlecht. Zu spät gedrückt. Sieht aber eigentlich ganz gut aus. Könnte mal was werden. Ja, wie lange spielst du denn das schon, dass du Level 65 hast? Also die ersten Level, die gingen ja so in 10 Minuten. Mittlerweile dauert das schon eine Stunde so, um noch ein Level zu machen. Deswegen denke ich mal, du hast bestimmt 200 Stunden dann schon. Also, wenn ich das richtig gesehen habe, dass du dir ja im P irgendwas gerade in dem Spiel warst. Nein! Ah, ich hab jetzt zu spät gekriegt. Ja.
Nehmen wir den einfach mal. Und das wird hinten einer Runde nix. Team hat ja, glaube ich, die Mitte ganz schön übernommen. Das heißt wahrscheinlich. Ah, der hat mich doch tatsächlich mit Strom erwischt. Das. Nee, komisch. Ich hätte jetzt irgendwie erwartet, dass ein Gegner sich vorbeigeschlichen hat. Und mein ganzes Team da in der Mitte rumstand. Das war, glaube ich, auch nicht so effizient. Stunden, ne? Aber auch schon eine ganze Menge. Meine Tinte reicht nicht bis zum Ende, verdammt. Ah, jetzt hatte ich noch mal. Ich hätte noch mal drücken können. Oh, hallo, noch ein neuer Zuschauer. Ah, nein, die haben wir knapp verloren. Zwischendrin sah es eigentlich gut aus. Interessant. Soll ich es nochmal riskieren, die Anfrage anzunehmen, während ich erwarte? Schnell, schnell, schnell. Go, 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 go. Nein! Ah. Vielleicht geht es auch grundsätzlich nicht, egal wie schnell man ist. Ja, das Spiel, was ich seit Release habe, ist Tetris Puyo Puyo. Nee, Puyo Puyo Tetris heißt es. Aber 390 Stunden habe ich in dem Spiel auch nicht. Auf die rechte Seite. Die Ecke nehmen wir es damit. Besser. Ich habe wohl genauso viel als ich. Schwuppdido und auch noch. Die Tinte alle. Macht das Angst, dass ich hier nie jemanden sehe. Es ist eigentlich wichtig, dass man das Fahrrad anbaut. Oh, das hätte der Carbon-Roller.
Dann sind sie zu zweit. Nein, die kommt da direkt auf den Schulter gesprungen. Wie ich das gesehen habe. Fortschritt rückgängig gemacht. Oh cool, jemand sorgt für Party im Channel. Für so Leute kann man sich doch echt noch freuen. Dann ist wenigstens was los. Nichts mehr hier. Da war gerade so schön Party. So, keine Zeit hier ewig Tinte aufzuladen. Nee, der ist tot. Ah. Gerade jetzt hier ausgesucht. Stopp da. So, das nächste Mal versuchen wir das mal, bevor wir das die Spielersuche wieder starten. Das war lustig. Schade, ist der Chat wieder tot. Keiner mehr da die Leute beleidigt. Ah, ich komme genau richtig. Oh nein, Lea hat uns alle fertig gemacht. Jemand gedeckt. Das war geschickt. Die hat das jetzt mal nichts mehr.
Ja, da wurden wir ganz schön fertig gemacht. Schönes Spiel. Ich glaube, Lea und EAN im Team zusammen, die sind schwer zu schlagen. Ich hoffe, die werden nicht wieder in das gleiche Team gelost. Ganz uneigennützig würde das bedeuten, dass nämlich einer von denen in mein Team kommt, wenn wir nicht im selben Team sind. Nein, wieso nur 7 Leute? Ach, das ist eine der ärgerlichsten Sachen, die in diesem Spiel passieren. Dass der Algorithmus das nicht mehr abbricht. Weil was soll man denn jetzt mit diesem Spiel machen? Ja, das ist, ja, das braucht man ja gar nicht spielen, wenn man es sieht. Das ist jetzt eigentlich 3 Minuten für den Arsch. Sorry, wenn ich das so sage, aber... den Dinger besser. Ja, das ist echt blöd, dass man das Spiel dazu zwingt, jetzt hier das trotzdem zu spielen. Oh, da haben wir sogar überlebt. Und dann kam auch noch Glück dazu. Ja, wir stehen schon alle hier sonst wo auf der gegnerischen Seite. Ja, ist auch völlig unnötig. Bei sonst bei allen möglichen Problemen, da wird man da rausgeschmissen mit ja, irgendwelche Daten nicht korrekt übertragen. Aber wenn wir das Spiel dann merken müsste, dass doch hier nur 7 Spieler drin sind und das auf jeden Fall unfair wird, dann geht es einfach weiter. Damit habe ich nicht gerechnet. Ja, wenn jemand Verbindungsfehler hat, dann passiert einem das auch. Passiert einem das in jedem Modus. Mit dem Modus gar nichts zu tun, dass ja irgendwie zufällig Leute zusammengeworfen werden. Ich meine, ich kann es verstehen, wenn das passiert, nachdem man sieht, mit wem man zusammen ist. Denn da gibt es wirklich Leute, die ziehen dann ihren Netzwerkstecker oder so raus, wenn die sehen, dass die mit den vermeintlich Schwächeren im Team sind. Oder so, oder beenden ihr Spiel. Dann würde ich es auch nicht mehr rückgängig machen. Aber jetzt ist schon jemand rausgegangen, bevor die Teams gewählt wurden. Das kann ja schlecht Absicht gewesen sein. Das Spiel ist immer noch zu laut eingestellt. Ich höre kaum selber noch was. Ich brauche echt hier
noch ein Mikro, was in die andere Richtung geht für diesen Fall. Ich glaube, das Problem nämlich das ist, dass das Mikro jetzt von mir wegzeigt. Also der Zufallsgenerator, der kommt ja erst ins Spiel, wenn wir den Level geladen haben und dann die Teams zugewiesen werden. Und gerade hatten wir ja nur 7 Leute, um überhaupt da die Teams zuzuweisen. Und das kann man sich echt sparen, finde ich. So, dann biegen wir mal hier ab. Ich finde es immer richtig, noch diese Ecke mitzunehmen. Das sind zwar nur vielleicht 1% oder so. Aber das braucht beim Gegner eine ziemliche Zeit, dass der das wieder übermalen kann, weil der da nicht so um die Ecke laufen muss. Und wenn es wirklich drauf ankommt, dann habe ich gerne diese beiden Ecken. Jawoll! Und auch noch diese Verbindung. Nicht so oft genug sein. Ne? Ich war vielleicht doch. Das sieht schon ja ganz gut aus. Ich habe auch jetzt Lea und EAM in meinem Team. Das ist fast so unfair wie mit den nur 3 Gegnern. Das spielt ja vielleicht jemand beim Gegner nicht. Die blockieren hier schon alle den Weg für den Gegner. Verdammt, ich hab aufgepasst. Zu viel erzählt. Gezeigt zu haben. Für alle, die das Spiel nicht so genau kennen und sich immer schon gefragt haben, was diese komische Kugel ist, die ich da mache. Kann man in der Skriptform reingehen und dann durch den Farbstrahl schwimmen. Ich glaube, das Ergebnis ist klar. Deswegen gehen wir kurz mal. Ja, wir hatten doch den Gegner ziemlich in die Ecke gedrängt. Von daher war es jetzt nicht so schwierig, da viele Kills zu machen. Obwohl ich das in dem Modus eigentlich nicht so relevant finde. Ne? Also um einen Kill zu machen, verschwendet man meistens schon ein bisschen Zeit.
man das nicht gut in die Aufgabe einbauen kann, das umzufärben, lohnt er sich teilweise gar nicht. So rein mathematisch gesehen. Natürlich macht es Spaß, da jemanden zu erwischen. Schon gelb. Ich brauche ihn mal gar nicht anmalen. Da war noch diese kleine Kante, deswegen konnte ich da nicht durchspielen oder wie. Man kann sich da glaube ich durchhauen mit dem Springen-Button, weil der Springen aus irgendeinem Grund auch immer ein bisschen was einfährt. Hat eigentlich keinen Sinn. So, ich glaube, der EAM gibt mir jetzt gerade Deckung von hinten. Ich laufe mal hier so ein bisschen rum, unterhalb von ihm. Oh, 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 oh. Das geht ab. Das ist so nicht korrekt, das muss ich gerade mal da rückwärts machen. Hahaha! Der hätte so Angst, dass er direkt mal selber runtergesprungen ist. Ah, Mist, da hat mir das mitgeschnitten. Das war natürlich geschickt. Der sich schön in seiner Ecke versteckt. So, jetzt Zeit nochmal hier alles umzufärben. Das ist unsere Seite vom Spielfeld. Ah, Mist. Problem von diesen Flächen, da kann ich mich nicht so gut bewegen. Ein bisschen haben wir noch Nee, das reicht nicht. Die Ecke da haben wir zurückgeholt. Wir hätten noch die andere Ecke haben müssen auch. So, ich glaube, das letzte Spiel für mich. Jetzt spielt natürlich keiner mehr mit. Jawohl, schon 16.30 Uhr. So, mein letztes Spiel. Ich weiß, was eine Nonne ist, ich weiß aber nicht, was eine Lolka ist. Von daher die Lolka-Nonne. Naja. Die Lolkanone. Warum auch nicht? Die Häuser sind immer Stellen, die oben oft nicht bemalt sind.
Das war gut, denn der hat ja sein Special aufgeladen. Oh nein, die Lea hat mich erwischt. Sag mal, steht der Justin da noch rum? Oh, ich fürchte, der steht da tatsächlich noch rum. Naja, das wird dann wohl nichts werden. Da kannst du so viel Lolka haben, wie du willst. Eieiei. Nee, wir kommen aus unserer Hälfte jetzt nicht mehr raus, wahrscheinlich. Ist ärgerlich. Es ist jetzt ziemlich einfach für die anderen, da den Ausgang zu blockieren und uns immer in unserer Basis zu halten. Ja. Ja, jetzt einen von denen erwische ich da nicht. Und dann stehen die ruckzuck wieder da. Weil die etwa so lange brauchen, wie ich in der Welt zu kommen, solange ich da noch einer überlebt. Okay, ich versuche die mal zu umgehen. Ich glaube, das ist das Einzige, was hier noch funktionieren könnte. Nein. Nicht mehr viel Platz übrig. Eieiei. Ach, da haben sogar zwei Leute nichts gemacht und der einer stand nur am Start rum. Trotzdem schön gespielt. Ich bin dann erstmal raus für heute. Vielleicht sieht man sich einen anderen Tag mal wieder. Jo. Ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Spaß. So, tschüss, ich bin raus.